Ja, Sinan. Schönen guten Tag, ja. Lieber Sebastian. Frohes neues Jahr muss man noch hier den restlichen Hörern wünschen. Ach ja. Ja. Findest du das eigentlich nicht auch so? Ich finde dieses frohes neues Jahr, ich finde das total anstrengend. Ich finde das so, du siehst immer Leute und dann musst du die ganze Zeit überlegen, habe ich den schon gesehen? Habe ich den noch nicht gesehen? Ja, weißt du, wie wir das hier in Norddeutschland machen? Moin. Ja. Moin. Geht immer. Oder ihr sagt einfach bis Mitte März, sagt ihr frohes neues Jahr, damit ihr auf der sicheren Seite seid. Ja, hier oben sind die Wege so weit bis zum Nachbarn, ne? Den siehst du manchmal erst im echten März das erste Mal wieder. Ja, okay, ja stimmt. Ja, die Klangküche ist ja da. Wir haben schon heute Morgen eine Premium-Folge aufgenommen, direkt gerade, also vor einer Stunde. Und jetzt eine Free-Folge, das Vier-Gänge-Menü gibt es auch ab Mittwoch auf die Ohren. Also wir sind wieder voll am Start hier im Jahr 2020. Ich sehe ein bisschen müde aus, ich habe es in der Premium-Folge schon erwähnt. So, ja. Das müsst ihr bei YouTube, die gerade zuschauen, das müsst ihr ertragen, es tut mir leid. Du hast die ganze Nacht wieder durchgezecht, gehurt. Ja, war einfach, willst du gar nicht wissen. So. Ja. Okay, also wir haben heute auch wieder einen Gast am Start. Und zwar, ich glaube, das verraten wir erst nach dem Intro, oder? Ja, dann hau ich mal das. Warte, jetzt hast du mich voll kalt erwischt. Ja, bist du ja nicht vorbereitet. Doch, doch. Ole, ole, Klangköcher ist nur dreimal die Woche. Ole, ole. Ja. Oh yeah. Ich glaube, unser Gast konnte das Intro gar nicht hören gerade, ne? Kann das sein? Doch. Ach, das ist hier im Ach, guck mal, jetzt haben wir auch ja, vielleicht habt ihr schon eine Stimme erkannt. Das wird schwierig, glaube ich. Wollen wir verraten, wer es ist? Ja. Was ist denn das Topic heute? Das Topic, ja. Euer Lieblingsmusikpodcast, da sprechen wir natürlich über Musik. Und wir haben einen Musikproduzenten eingeladen, einen relativ erfolgreichen sogar. Und zwar der Tobias Topic ist da. Herzlich willkommen. Hallihallo. Moin, wie man im Norden Applaus, sagt, genau. ja, schön, dass du da bist. Wir hatten das, glaube ich, schon mal im Dezember geplant. Irgendwie warst du noch in den USA und jetzt, Anfang Januar, hat es jedenfalls geklappt, dass du hier bist. Und ich würde sagen, wir machen das so, wie wir das immer machen bei unseren Gästen. Auch wenn das vielleicht ein ganz bisschen unhöflich ist, aber wir bitten immer, den Gast sich selber ein bisschen vorzustellen und kurz zu erzählen, was er so macht, wer er ist. Und ja. Licht damit ich auch auf dem neuesten. Damit Sinan auch weiß, wie unser Gast heute ist. Nee, ich bin Tobias Topic, gebürtig. Okay. Mein Künstlername ist aber Topic dann. Ich mache jetzt schon seit ein paar Jährchen Musik, auch hauptberuflich bin ich Musikproduzent. Und ja, habe so vor 4 oder 5 Jahren mein Projekt Topic halt auch gestartet, unter dem ich dann Dance-Musik veröffentliche. Und ja, das mache ich jetzt so seit 2014, 2015. Genau. Topic, das heißt, du hast irgendeinen Hintergrund oder? Ja, mein Vater ist aus Kroatien. Ah, genau. Okay. Hey, würde man das anders schreiben oder schreibt man das tatsächlich einfach so? Nee, das schreibt man so. Also gut, das C hat noch so ein komisches Apostroph drüber. Ach so, okay, aber, ja. Das haben wir ja nicht, deswegen. Genau. Okay. Geht am iPhone aber. Ja. Okay. Du hast es gerade sehr knapp zusammengefasst. Ich sag mal eben, du hast 2016 einen Hit gehabt, mehr oder weniger. Und zwar mit Nico Santos zusammen. Genau, ja. Home hieß die Nummer, Platz 12 von den deutschen Singlecharts. Wir haben gerade in den Premium-Folgen, haben wir mal reingehört, ist so eine Mischung aus Future Pop und Deep House so gewesen. Ja, genau. Nico Santos kennen viele von euch, glaube ich, auch als Sänger, ist ja sehr erfolgreich mittlerweile auch, ne? Aber da kommen wir gleich noch dazu, wie das dazu gekommen ist. Dann hast du mit Ellie Brooke zusammengearbeitet, habe ich gelesen, auf Wikipedia gerade. Ja. Das ist eine Sängerin gewesen von Fifth Harmony. Große, bekannte amerikanische Girlgroup. Und mit Lena Meyer-Landrut hast du zusammengearbeitet. Genau, ja. Oh, das wird spannend, das musst du uns alles erzählen gleich. was da so los war. Wir haben ja viele Hörer, so viele Produzenten, die wollen auch irgendwie erfolgreich werden im Business. Und da ist immer spannend zu hören, wie Leute es geschafft haben, so immer den Next Step zu machen. Musst uns auf jeden Fall gleich erzählen. Aber lass uns mal vorne anfangen irgendwie. Hast du eine musikalische Ausbildung genossen oder wie bist du zum Musik machen gekommen?
Nee, eigentlich gar nicht wirklich. Also ich habe ein bisschen Schlagzeug gespielt als Jugendlicher, aber mit der Musikproduktion hat es tatsächlich dann gestartet wegen meinem Musiklehrer damals. Habe ich eben auf Spotify gelesen. Das steht da in der Info. Stimmt, das steht da in der Bio. Ja, ja. Hab ich noch schnell mir so, weißt du, wie so kurz vorm Test, habe ich nochmal schnell die Informationen hier durch. Topic was 16 years old when a cool music teacher introduced him to Logic Pro. Jetzt wissen wir auch, mit welchem Programm du arbeitest. Ist das noch aktuell? Ist immer noch aktuell, ja. Okay. Ja. Nee, und dann war es halt so, dass man in der 10. Klasse hat der mit uns irgendwie so ein halbes Jahr lang so ein einfaches Projekt halt Logic gemacht. Das ist sehr cool im Übrigen. Ja, das ist richtig cool von ihm, ja. Und ich war jetzt vorher so einfach, okay, geil, Hauptsache ein halbes Jahr lang am Laptop sein und nicht irgendwie Noten lesen oder irgendwas über Beethoven lernen. Und ja, und dann bin ich halt irgendwie darauf hängen geblieben und hab dann eigentlich kein PlayStation mehr gespielt und nur halt irgendwie mit Logic Stuff gemacht, erstmal. So seitdem ich dann 16 war. Ja. So hat das Ganze dann eigentlich angefangen, genau. Also so im Kinderzimmer viel produziert, also gelernt erstmal wahrscheinlich auch so, ne? Wie man das halt so macht. Ja, genau. Und damals gab es halt noch nicht so YouTube-Tutorials oder so. Und da hat es ja noch Ewigkeiten gedauert, bis man so ein DAW erstmal gelernt hat. Ne? Ja. Ja. Kenn ich. Und hast du das alleine gemacht oder hattest du irgendwie einen Kumpel? Manchmal hat man ja irgendwie einen Freund oder so, der dann daneben sitzt und irgendwie zu zweit entwickelt man Sachen. Ja, ich hatte dann bei mir einen Freund gehabt, der auch gerappt hat. Der aber eher weniger ins Produzieren dann eingestiegen ist. Aber so bin ich dann, gut, da können wir dann später auch noch drüber reden, eigentlich erstmal in diese bisschen die Hip-Hop-Szene reingekommen, weil ich dann halt erstmal angefangen habe, Hip-Hop-Beats zu machen. Ah, okay. Ja, Beat-Producer. Genau. Wo ich dann auch Leute hier, ich komme ja aus Solingen, gab es damals komischerweise eine riesen Rap-Szene. Halt natürlich sehr underground-mäßig, aber für die habe ich dann erstmal alles produziert. Mhm. Genau. Und das wurde auch schon veröffentlicht oder so hobbymäßig für die Rapper? Ja, es war damals, wo war das, die Veröffentlichung immer? Ich glaube, das war alles meistens MySpace sogar. Mhm. Ja, MySpace und dann hat man immer in seinen MSN-Status reingeschrieben, New Track Online. Ja. Hip-Hop. Ja. ICQ, die Leuten Bescheid gesagt, oh. Ja. Oh Mann. Gut, und dann hast du aber irgendwann dem Hip-Hop mehr oder weniger den Rücken gekehrt, oder? Nee, erstmal habe ich dann wirklich paar Jahre einfach Hip-Hop-Beats weitergemacht und habe dann irgendwie versucht, da Fuß zu fassen mit 17, 18. Und es hat dann leider nicht geklappt. Und dann habe ich mir halt gedacht, okay, jetzt muss ich was Richtiges machen. Habe dann eine Ausbildung zum Industriekaufmann angefangen und auch abgeschlossen. Und hab nebenbei aber immer noch weiter Musik halt so als Hobby gemacht. Und dann, das müsste so 2012 oder 13 gewesen sein, dann ist Liont damals auf mich zugekommen. Ich weiß nicht, ob der Name euch was sagt. Das ist ein riesen YouTuber damals gewesen. Was ist Sinan? Okay. Das ist deine Baustelle. YouTuber. Ja, klar, kenne ich. Guter Homie von mir, den nie gehört. Keine Ahnung. Nee, ist der Ex-Freund von Dougie B zum Beispiel. Ach, krass. Ja. Der, ich weiß nicht mehr, wer Dougie B ist. Aber egal. Ja. Aber okay. Den Namen hast du schon mal gehört, Dougie B. Ja, klar. War nur Spaß. Ja. Also. Natürlich weißt du, wer Dougie B ist. Und er kam dann auf mich zu und hat dann irgendwann gefragt, ey, hast du eigentlich noch ein Studio, bla bla, machst du noch irgendwie Beat? Weil ich will gerade ein Album machen. Und dann meinte ich halt zu ihm so, ja, ich mache halt nebenbei auch Spaß, immer noch Mucke, aber lass mal treffen, vielleicht kann ich hier aushelfen irgendwie. Ja. Man muss eben kurz noch was erklären. Also im Hip-Hop bedeutet, ich mache dir ein Beat oder ich mache Beats, heißt eigentlich einen ganzen Song produzieren, oder nicht? Ja, eigentlich schon, ja. Es sei denn, also was halt auch ganz viele Hip-Hop-Produzenten in Deutschland machen, ist halt, dass die einfach wirklich Beat-Pakete rausschicken, also keine Ahnung, 20, 30 Beats, und wenn ein Rapper sich die dann pickt halt, dann ist es glaube ich schon so, dass man die Spuren dann an den Rapper schickt und der das dann mit seinem quasi Hausproduzenten dann irgendwie macht. Ah, okay, sowas gibt's auch, ja. Okay, also so Parts. So Vorarbeit. Und dann, das Arrangement steht noch nicht und das wird dann erst anschließend gemacht. Genau, okay. Ja. So, interessant. So ja. Ja, Von welcher Zeit sprechen wir eigentlich? Wann ist das gewesen? Das war dann
relativ spät. Also ich sage jetzt mal von Musiklehrer 10. Klasse bis ich mach mal ein Album für mich, war von 2007 bis 2013. Also Anfang 2013 sind wir jetzt ungefähr. Okay. Das heißt 6 Jahre später. Genau, ja. Ja, ich sehe gerade, ich bin dieses, das Album von dem K-Leaf hieß Relikte letzter Nacht. Ist das richtig, ja, ne? Genau, KF ist das, ja. Genau, hat sogar einen eigenen Wikipedia-Artikel, das Album. Das Album? Ja. Krass. Ja, das ist auf jeden Fall auch erwähnt da. Also keine Angst, der ist korrekt. Ja, krass. War auch in den Charts, ne? Platz 17 der deutschen Albumcharts. Mhm. Das war ja schon Erfolg dann, ne? Ja, auf jeden Fall, ja. Ich glaube, also Relikte letzter Nacht war so das erste größere Ding, was halt auch dann die Läden gekommen ist und sowas. Ja. Ah, warte mal, ey, KF, das sagt mir was. Das habe ich schon mal gehört. Ich hatte das. Jetzt muss ich mal ganz kurz. Gibt es da einen Song, der von dem Album, der besonders herausgestochen hat oder so? So chartmäßig oder so? Ich glaube, der Song Wir sein lief ganz gut. Ja. Packe ich mal auf unsere Playlist, dann hören wir da mal rein in den Premium-Folgen, würde ich sagen. Also ich muss jetzt mal wirklich sagen, ich gib mir eine Sekunde, aber ich glaube, dass pass auf, Cave, irgendwann jetzt, kennst du den Song? Ja. Das ist dann wahrscheinlich nicht mehr von dir oder was, aber, oder weiß ich nicht. Nee, irgendwann jetzt war nicht von mir, ja. Ja, genau, aber auf jeden Fall bin ich auf den Artist aufmerksam geworden und zwar, den habe ich tatsächlich mal irgendwann für mich entdeckt, also den Song zumindest. Ach, witzig. Weil ich das echt cool fand. Ach, cool. Sehr lustig. Ja. Und ich finde, also zur Erklärung, ne, warum das jetzt so überraschend ist, Sebi kann es bestätigen, ich finde fast alles scheiße. Also, das ist schon sehr, sehr interessant, dass ich etwas gut finde. Diesen KF, oder wie spricht man den aus? KF. Ja. Den KF, den fand ich echt irgendwie interessant. So von der Kombination, wie er singt, mit diesen Beats und so, das war für mich so ein bisschen was anderes als sonst. Ja. Mhm. Okay, und der von dir, das Relikte letzter Nacht, war das Album von dir dann? Genau, also ja gut, also eigentlich alle Alben. Okay. Aber der hatte halt ein paar Songs auf ein paar Alben gehabt, die ich dann nicht gemacht habe. Ja. Ich sehe gerade, jeder Song ist explicit, also nur versaute Texte oder was? Was ist das denn hier? Können wir den Kindern nicht andrehen? Steht bei Spotify. Ich nehme sie doch runter von unserer Playlist. Ja. haben die so eingetragen. Also jedes ist explicit. Ja. Naja. Gut, also das steht das? Das steht bei Spotify. Ach so. Ah, okay, bei Relikte letzter Nacht, stimmt. Ja. Hä? Ist ja ganz komisch. Hat er nur Schimpf? Ja, die haben einfach pauschal das ganze Album einfach. Wollten auf Nummer sicher gehen. Ja, genau. Mega komisch, weil der eigentlich total die lieben Texte hat. Also nicht so, zum Beispiel hier der Song Tochter des Teufels. Mutterficker. Nee, null. Eigentlich gar nicht. Okay. Komisch. Vielleicht auch falsch eingetragen, ja. Ja. Nee, weil vor allem die anderen Sachen gucke ich gerade. Da ist ja nie was explicit, die anderen Alben. Nee. Ah. Komisch. Okay, ist mir gerade nur so aufgefallen, ja. Ja, super, cool. Das ist krass, dass du den produzierst. Ja. Und der ist der auch, dieser KF, ist das dann an dich herangetreten und so? Ist das auch in derselben Region oder war das schon so Internetzeitalter, der ist ganz woanders? Oder? Nee, das war schon selbe Region. Das kam damals über den Lion auch. Also die waren richtig, oder wir sind alle immer noch sehr gut befreundet miteinander. Mhm. Und haben viel miteinander zu tun. Ich habe gestern erst noch die neue KF-Platte quasi fertig gemacht. Beziehungsweise heute kommt der zur finalen Abnahme. Und ja, also wir sind alle so aus der Region Düsseldorf-Solingen hier. Ja, also kann man sagen, du hast noch ein bisschen Glück gehabt, dass er dich entdeckt hat und dich ausgewählt hat als Produzent sozusagen. Ja, am Anfang auf jeden Fall. Ja. Mhm. Also beziehungsweise das war, ich sag mal, eine Win-Win-Situation, weil die Jungs hatten halt damals Bock irgendwie die haben halt alle so mit YouTube angefangen und die hatten halt keinen Bock mehr auf irgendwelche YouTube-Beats. Und dann kam ich halt und die haben mich halt natürlich dann gleichzeitig aber auch so ins Game gebracht, sag ich mal. Ja. Und ist auch dann diese Single Wir sein, ist auch in den Charts eingestiegen, sehe ich gerade.
Eine Woche Platz. Ich hab ganz im Kopf. Ja, eine Woche Platz 98. Also immerhin schon mal Chart-Entry. Das ist ja für viele schon so ein großes Ziel, so ein Big Milestone, einmal in den Chart zu sein. Hast ja dann schon geschafft. 2014 mit zwei Songs von Relikte letzte Nacht sogar. Ja. Ich gucke gerade den YouTube-Channel von ihm, KFTV TV. Macht er das noch? Nee, nicht wirklich. Also das nutzt er eigentlich nur noch, um seine Musikvideos da hochzuladen. Ne? Ich check gerade so den YouTube-Channel. Stimmt, das letzte ist hier alles ein bisschen her. Okay. Lass mal weitermachen. Also dann warst du aber auf einmal wieder drin, so im Musikbusiness. Also so ist ja schon professionell, würde ich sagen, wenn man für so einen Künstler dann ein Album macht. Das macht man ja nicht so nebenbei eigentlich. Da muss man schon ordentlich Zeit, glaube ich, investieren, oder? Ja, das waren schon mal größere Projekte, sage ich mal. Ja. Und da hast du dann gedacht, so, das läuft, dann mache ich jetzt irgendwie, hänge ich meinen Job an den Nagel oder kam das erst später? Ja, das kam alles so um den Zeitraum 2014, Anfang 2015. Weil, also Ende 2014 habe ich dann auch meine erste Single veröffentlicht, die auch direkt ganz gut lief. Und dann habe ich gedacht, okay, ja, es war so Januar 2015, wo ich dann komplett aufgehört habe zu arbeiten. Okay. Ja. Genau. Also da hast du gedacht, so, das reicht jetzt, das will ich machen, Musikproduzent, hauptberuflich. Genau, ja. Und hast den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt. Genau, richtig, ja. Und ich habe vorher natürlich schon ein Gewerbe angemeldet und sowas, ne? Ja. Aber ich hatte halt immer noch quasi halbtags irgendwie gearbeitet. Okay, also man versucht ja irgendwie einen weichen Übergang zu machen. Ja. Mhm. Das Ding ist ja auch immer, das haben uns ja auch schon mehrere Gäste hier erzählt, du kriegst ja nicht immer sofort die Kohle, ne? Also es ist ja nicht so, du machst einen Single und dann kriegst du am nächsten Montag die Kohle davon, sondern bis Abrechnungen kommen, bis mal irgendwie Geld reinkommt, das kann auch schon mal anderthalb Jahre dauern oder so. Und da muss man ja auch, es geht, also die Sache bei den Sachen für KF damals und bei meinen ersten Singles auch ist, weil wir es damals alles über Wreck-It-Jet gemacht haben, also wir so diese Indie-Plattform eigentlich oder Online-Vertrieb, da ist es schon so, dass das Geld dann nach 2 Monaten eigentlich ausgezahlt wird direkt. Ja, also dann habt ihr nicht mit einem großen Label zusammengearbeitet, sondern Selbstvertrieb gemacht und dann geht's schneller auf jeden Fall. Genau, Und da muss man nicht mehr so viel abgeben, ne? Wie ist denn, ich würde da gerne mal gerade einsteigen, wenn wir bei dem Thema eh sind. Wie ist denn so deine Meinung so zu heutzutage? Würdest du einem Selbstvertrieb empfehlen? Wem würdest du empfehlen? Oder würdest du sagen, mehr so Label lieber suchen? Das hören wir uns eigentlich immer an von unseren Gästen, weil wir da verschiedene Einblicke bekommen. Und mich würde mal interessieren, was du dazu sagst. So, lieber heutzutage selber machen oder abgeben? Ja, ich finde, das kommt halt sehr stark auf den Künstler an, ne? Also zum Beispiel, ich meine, ich bin ja immer noch bei KF sehr involviert in das Projekt und sagt auch so meine Business-Meinung zu und bin jetzt nicht nur einfach, dass ich sage, okay, ich produziere das und bin dann raus. Bei ihm ist zum Beispiel die Sache, ihm würde ich total von einem Major abraten, weil er schon eher szene-spezifisch ist. Also er ist jetzt nicht der komplette Mainstream, weißt du, oder internationale Markt und alles Mögliche. Und er ist ja auch leider noch nicht wirklich ein Radiothema, ne? Deswegen ist es halt, wenn er jetzt mit Major arbeiten würde, klar, die nimmt viel mehr Prozente erstmal. Man ist unflexibler und deswegen hat es eigentlich für ihn nicht wirklich Vorteile bei einem Major. Für mich wiederum macht ein Major halt irgendwie mehr Sinn, als es Indie zu machen, weil ich halt einfach sehr auf Radio angewiesen bin und Spotify-Playlisten und den ganzen Kram halt. Ne? Also Radio. Also musst du dir stark das Produkt angucken und sagen, okay, das Produkt ist einfach, das ist kein Radiothema, dann macht es vielleicht total Sinn, das komplett selber zu machen, weil ich sehe jetzt gerade auch so, zum Beispiel die aktuelle Fake Friends von KF, die ja jetzt 2020 rausgekommen ist, die hat er auch selber rausgebracht auf seinem eigenen Label, KF, ne? Ja. Also dann hast halt den Vorteil, wenn du das selber machst, ne, dann ist halt 100%, ne? 100% für KF, für dich und alle die Beteiligten halt und kein Label, was da abgezwackt wird. Ich sehe gerade, geschrieben ist es auch nur von 2 Leuten, Kai Fichtner und Tobias Topic, das bist du, und produziert von Topic. Also das ist ja überschaubar von den Mitwirkenden.
Achso, K11, jetzt verstehe ich es auch, ist Kai Fichtner. Ja. Hat ein bisschen gedauert, jetzt habe ich es. Da muss man eben sagen, also du sagst gerade, du willst ins Radio kommen und da brauchst du halt Radio-Promotion. Und die ist unglaublich teuer in Deutschland. Ja, genau. Und ist halt ein hohes Risiko. Es ist so ein Glücksspiel. Also du gibst halt viel Geld aus für eine Radiopromo und es kann sein, dass du am Ende keinen einzigen Radioplay kriegst für den Song. Musst es aber richtig viel Geld auf den Tisch legen. Hatte ich schon mal sogar. Ja, klar. Haben, glaube ich, viele größere Artists schon gehabt. Und du versuchst halt dieses Risiko von dir auf das Label wegzudrücken sozusagen. Also damit du nicht das Risiko hast, sondern die Plattenfirma das Risiko. Für die ist es ein kleines Risiko, weil große Plattenfirma, für die ist dann so ein paar tausend Euro immer noch ist ein kleiner Betrag. Und dafür, dass sie das Risiko aufnehmen, wollen die halt viel Prozente haben von der Single. Also das ist so der Deal, ne? So im Groben und Ganzen. Und als kleiner Independent-Künstler ist das halt echt heftig, sich eine Radiopromo zu machen. Aber das ist ja trotzdem ganz interessant. Das heißt, letztlich muss sich ein Künstler erstmal selber oder Produzent oder Künstler selber fragen, was mache ich, was will ich sein? Mhm. Weil ich glaube, viele sind einfach so erstmal, boah, ich will unbedingt Major, ich muss zum Major oder ich muss das größere Independent Label, das größere Label. Und wie du ja sagst, es kann sein, dass das für das, was du machst, einfach das Falsche ist, ne? Ja. Dass es nichts bringt, voll, ja. Es gibt ja ganz oft auch das Beispiel, da ist ein Künstler auf einem Independent-Label relativ erfolgreich, haut 3 Hits oder 4 Hits im Jahr raus und dann wird er vom Major gesigned und dann malen die Mühlen erstmal langsamer. Also dann bis du dann erstmal eine Single veröffentlichst auf dem Major, kriegst du nur noch eine Single oder zwei im Jahr hin. Und es ist alles komplizierter und ich habe schon so oft gehört, dass dann fangen die an zu stöhnen, die Artists. So, ich würde gerne richtig Gas geben, aber ich werde ausgebremst durch das Match. Ja, genau. Und das muss man sich vorher auch überlegen. Du bist ja dann, also du bist jetzt als Topic, bist du halt bei Universal oder wo bist du? Ich bin bei Universal, genau. Ja, lass uns doch mal eben chronologisch weitergehen. Also deine erste Single 2014, das war Light It Up, richtig? Richtig, ja, genau. Genau, und dann hast du noch ein paar Singles rausgebracht, weiß nicht, wie erfolgreich die waren? Ja, also ich hatte erstmal das Light It Up rausgebracht, was halt wirklich voll das Spaßding war. Also ich habe ja vorher, wie gesagt, nur diese Hip-Hop-Beats produziert, habe aber privat halt immer Dance-Musik gehört. Und wenn ich feiern war, ich fand es immer ganz, finde ich nach wie vor auch ganz schrecklich, auf Hip-Hop feiern zu gehen. Weil also gar nicht mal, ja gut, wegen der Musik auch ein bisschen, weil, ja, ist irgendwie beim Feiern nicht meins. Aber halt vor allem wegen den Leuten da halt, ne? Also es ist halt irgendwie. Das Klientel ist nicht deins. Das Klientel, genau. Es dreht sich halt nur um, wer die größere Flasche am Tisch hat und der coolere ist, gefühlt. Ja, ich war auch schon auf ein paar Hip-Hop-Partys, das ist schwer zu ertragen, man muss. Ja, das ist ganz schlimm. Also ich sag mal so, von der Mucke finde ich es geil, man kann auch geil drauf tanzen, aber das Gehabe ist echt fürchterlich. Ja, und bei der Mucke finde ich auch teilweise echt schlimm, dass halt echt irgendwie immer die gleichen Lieder kommen, so. Ist dir auch schon mal aufgefallen? Blim, 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 blim. Also dass die aktuellen Deutschrap-Songs alle gleich sind, das haben wir schon festgestellt hier. Aber auch... Also relativ. Ich hatte aber zuletzt das Gefühl, dass reine Black Music Partys oder so tatsächlich viel Oldschool Hip Hop spielen, weil den neuen Scheiß, also man muss jetzt mal sagen, dieses ganze Cloud Rap Zeug und so, das ist halt keine Partymucke, ne? Nee. Das reißt halt nicht die Hütte ab, wie wenn du jetzt irgendwie DMX oder so anmachst. Mhm. Das ist eine ganz andere Geschichte, oder du machst so ein Tupac California Love an oder so. Das ist vom Beat, was einfach das, da können die Leute halt völlig abgehen, aber auf so ein Cloud-Rap-Gejammer mit Autotune ist schwierig. Ja, aber ich finde die Oldschool-Hip-Hop-Mucke auch total geil, aber was ich halt als störend finde, wenn man feiern geht, ist halt jedes Wochenende dann diese Oldschool-Klassiker zu hören. Ja, auch nur die Klassiker. Ja, es gibt so ein Dutzend. Genau, du weißt dann halt, okay, gleich kommt irgendwann von Usher hier. Ja. So, vielleicht sogar zweimal. Ja, dann kommt 50 Cent. Ja. It's your birthday. Genau. Ja. Ja, und dann habe ich halt irgendwann selber gedacht, so, ey, warum eigentlich nicht mal selber so einen Dance-Track machen und veröffentlichen? Weil ich war in einem Umfeld damals, oder bin, wie gesagt, sind immer noch alles meine Freunde, die halt eine Reichweite irgendwie hatten
oder haben. Und dann habe ich halt mich dazu entschlossen, einfach mal selber unter Topic halt eine Single zu veröffentlichen. Das war dann halt Light It Up. Weil ich kannte damals halt auch aus Düsseldorf irgendwie auch über ein paar Umwege einen Sänger, der hieß Jonas Selle. Oder heißt, warum rede ich die ganze Zeit in der Vergangenheit? Heißt ja immer noch Jonas Selle. Gott hab ihm selig. Der lebt noch, oder? Ja, der lebt noch, alles gut. Und ja, mit ihm habe ich dann gequatscht und der war auch schon vorher ein, zwei Mal bei mir im Studio, so für seine Sachen, so halt englischen Pop hat der gemacht. Da war jetzt die Vergangenheit richtig, weil der macht mittlerweile deutsche Mucke. Und mit ihm habe ich dann mich hingesetzt und einfach mal drauf losgeschrieben, halt auch einfach wirklich klassischen Songwriting. Und dann habe ich da drumherum dann halt die Produktion zu Light It Up gemacht, was damals so ein bisschen angehaucht an der Avicii war. Ich packe sie mal auf unsere Playlist. Packe ich auch mal drauf. Ich sehe gerade, also das Album heißt Miles. Genau. Light It Up, Jonas Selle ist dabei. Dann aber auch KF ist auch mit dem Album drauf. Also genau. Find Love, da ist auch. Und sogar mit aber Jonas Selle und KF sind beide bei Find It Love dabei. Da muss ich mal ein paar Fragen stellen. Also, du hast jetzt irgendwie gleich dein Album rausgehauen und du musst ja irgendwie einen Plan verfolgt haben. Also du hast angefangen, andere Leute Hip-Hop-Beats zu produzieren und dann hast du irgendwann den Entschluss gefasst, so, ey, jetzt will ich auch selber auf der Bühne stehen und selber on Tour sein und dann mache ich gleich mal ein Album. Oder wie war der Plan so? Nee, das mit der auf der Bühne stehen, das habe ich gar nicht geplant erstmal. Also wollte ich auch gar nicht. Ich bin immer noch ein Mensch, der jetzt nicht unbedingt gerne vor der Kamera steht und alles. Keine Rampensau. Nee. Also es kommt langsam. Es kommt langsam. Okay. Man kann ja reinwachsen. Also dann will ich ein Album zu produzieren, um Geld damit zu verdienen, weil das ist ja dein Beruf geworden dann irgendwie. Oder sollte ja dein Beruf werden? Nee, also erstmal war diese Single Light It Up halt. Ja. Und das hat ja jetzt keiner irgendwie, also es war halt ein Spaßding von mir. Also ich habe da jetzt gar keine Erwartungen gehabt und die lief halt irgendwie direkt ziemlich gut. Also die ist jetzt nicht gechartet, aber war trotzdem halt in den iTunes-Charts irgendwie auf Platz 30 und ist dann halt auch auf ein paar Sampler draufgekommen. The Dome hat das, glaube ich, damals mit draufgenommen. Und dann habe ich halt ein paar Songs weitergemacht in die Richtung und der damalige Manager von KF fand das Thema dann interessant und hat das dann bei Groove Attack damals vorgestellt. Kennt ihr den Indie-Vertrieb Groove Attack? Zufällig? Nee. Sag mir nichts. Ja, die sind jetzt ein bisschen in die Schlagzeilen geraten, weil die angeblich da mit diesen gefakten Klicks oder gefakten Streams. Was? Wer macht denn sowas? Kai von Mero mit drin hängen. Das ist doch der Kai gewesen, oder? Deswegen hätte ich gedacht, daher kennt ihr die. Auf jeden Fall haben wir es dann dort vorgeschlagen, das Thema. Und die waren dann halt eigentlich so, okay, wenn wir das Thema arbeiten wollen. Genau, wir wollten eine Single über die arbeiten, dann haben die gesagt so, nee, wir machen nur die Single, wenn da auch ein Album kommt. Und da war ich halt so, ja, okay, dann mache ich halt ein Album. Du bist aber echt fleißig, ne? Also ich sehe gerade Album hier, 16 Tracks. Mhm. Okay. Ja. Meine Fresse. Aber ich muss sagen, also das Album habe ich dann irgendwie in 3 Monaten gemacht und wenn ihr das euch durchhört, ich meine, du hast eben schon gesagt, du feierst nicht viel. Aber wenn du davon nicht viel feierst, ist es okay. Also. Krass. Also, jetzt hast du mich getriggert. Jetzt muss ich reinhören. Aber du musst immer so sehen, wenn, also Sebi würde sagen, wenn mir Sachen sehr gut gefallen, dann ist das ein schlechtes Zeichen für Erfolg. Also. Stimmt, das hast du, ich glaube, das hast du in der Folge mit Vitali auch gesagt. Ne? Ja, das ist immer bei mir, also, ne. Es tut mir auch immer so leid, aber ich glaube, ich mag einfach so die Sachen, die so ein bisschen anders sind und die so ein bisschen edgy, die so ein bisschen komplizierter sind und so. Und das ist halt natürlich immer für den Mainstream nicht so geil. Deswegen bin ich da nicht so das richtige Barometer für, aber ja. Aber ich will jetzt mein erstes Album auch nicht downreden, aber man muss schon sagen, dass da einfach teilweise Sachen drauf waren, die einfach schlecht produziert waren. So. Also, dass man hört, da ist irgendwie noch ein Anfänger am Werk. Okay, ja gut, aber gehört ja dazu, Entwicklung. Ja, man muss das aber auch immer im Kontext sehen, ne? Im zeitlichen Kontext. Wer kennt das nicht als Produzent? Du hörst dir 5 Jahre alte Sachen an und denkst, Gott, was habe ich damals gemacht? Aber damals fandst du es halt okay, ne? Und deswegen hast du es ja auch rausgebracht und veröffentlicht. Ey, ganz kurz, ich sehe hier gerade, 2019, Topic, KF, Ballen All Day. Was ist das denn bitte? Also ich als
absoluter Basketball-Junkie. Muss jetzt mal nachfragen. Was hat das damit auf sich? Ballin' all day. Finde ich voll gut erstmal. Ja, gut, da würden wir jetzt 4 Jahre überspringen von meinem ersten Album. Ja, da kommen wir noch zu vielleicht. Okay, will ich aber wissen. Später oder jetzt? Später. Okay. Ich schreib's mir mal. Ich packe ihn auf jeden Fall auf die Playlist. Ja. Okay. Ballin' all day, finde ich gut. So, okay, weiter. Ja, also wie geht's weiter? Also wie es jetzt nach dem Album weiterging? Oder ja, was? Genau. Wo waren wir jetzt stehen geblieben? Genau, wir lassen mal, wir haben ja auch ein ganz bisschen Zeitdruck. Okay. Dann 2016 ging es dann Nico Santos, Home. Ja, genau. Wie ist die Zusammenarbeit zustande gekommen? Ja, mit Nico kam das folgendermaßen. Wie war das nochmal ganz genau? Ein Song von dem Album. Angerufen und gesagt, hey Nico, willst du mal einen richtig coolen Song vielleicht zur Abwechslung? Man muss ja eben sagen, Nico Santos hatte ja, hier, wie hieß der Hit noch, den er hatte? Rooftop? Oder? Ja. Ich muss mal eben. Also Rooftop war sein erstes eigenes Ding. Ja. Was so richtig abgeht. Das war aber später, das war jetzt 2017. Ich überlege gerade noch, ob er vor Home schon erfolgreich war. Als Songwriter war er auf jeden Fall schon erfolgreich. Ja, aber noch nicht als Solokünstler oder so, ne? Nee, als Solokünstler noch nicht. Nee. Okay. Aber der hat schon, ich glaube, für Helene Fischer vorher geschrieben, für Mark Forster, meine ich, hatte der eine Nummer. Ja, also bei dem lief er auf jeden Fall schon als Songwriter so. Ah, okay, ja. Okay, und wie ist jetzt die Zusammenarbeit, wie hat das funktioniert? Wie ist der Kontakt entstanden? Ja, das war so, dass ich damals eine Nummer auf dem Album hatte bei mir, die hieß Real Stars und die lief im Radio so, also ganz, ganz wenig. So vielleicht so 2 Plays die Woche und die hat zufällig B-Case gehört. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Ja, klar. Ja. Und der ist ja mit Nico Santos richtig gut befreundet und der B-Case hat damals so gesagt, so ey, feier ich voll, lass uns mal treffen einfach. Und dann kam er halt zu mir und als er dann bei mir war, hat er irgendwie am Abend geschrieben, so ey Santos, ich bin hier bei Topic, hast du Bock vorbeizukommen? Und dann ist Santos einfach am nächsten Tag aus Berlin zu mir gekommen dann auch. Und wir haben dann eigentlich erstmal gar nichts gemacht, einfach nur gelabert und ein bisschen versucht Musik zu machen, aber nichts Geiles bei rumgekommen. Aber wir haben es halt einfach mal alle kennengelernt und dann weiß ich nicht, so 2 Monate später oder so war ich dann zufällig nochmal in Berlin, wegen einer ganz anderen Sache eigentlich. Und da war Nico halt dann auch im Studio und ja, eigentlich, wir sind dann irgendwann essen gegangen, eine Currywurst holen bei Curry 36. Wichtiges Detail. War ich auch schon. Ja, genau. Das ist wichtig. Ohne Curry 36 wäre die Single nicht hit geworden. Genau. Ja. nee, und das war ja kurz nach meinem Album und ich hatte noch keine nächste Single und ich meinte dann zu ihm so, ey, hast du nicht Bock, dass wir einfach mal einen Song zusammen machen? Und er meinte dann, ja, lass mal machen. Und dann haben wir uns so ein paar Sachen hin und her geschickt und so ist dann eigentlich die erste Idee, die er dann, nee genau, er hat mir dann ein paar Melodien geschickt, wo erstmal noch kein Text dabei war, was dann schon quasi die Melodien von Home war und ich meinte also, ja, feier ich und am nächsten Tag hat er direkt alleine dazu einen Text geschrieben und mir die A Cappella dann rüber geschickt und darauf habe ich dann Home produziert. Und dann seid ihr direkt damit, so ich sehe es hier gerade, seid ihr dann bei Warner gelandet, weil er Warner Act ist oder warum? Nee, das war, also erstmal habe ich das Ding wieder alleine rausgebracht, auch wieder bei Wreckage Jet und auch echt wieder keine großen Erwartungen gehabt. Ich weiß nicht, das war so witzig, weil er meinte halt so, ey, wir müssen den Song bei der GEMA anmelden. Da meinte ich halt so, ja, ach, als wenn das jetzt krass im Radio gespielt wird. So, weil ich hatte halt, wie gesagt, bei 2 Songs hier Radiopromoter gehabt und auch viel Geld bezahlt und da war halt, ist halt nie was passiert. Ne? Und dann haben wir den Song halt, ich glaube, sein Verlag hat das dann irgendwie angemeldet, aber wir hatten dann auch keinen Radiopromoter gehabt, aber irgendwie ist die Single dann halt so gut angelaufen, dass halt Radios den Song einfach selber gespielt haben. Ja, das ist schon krass. Also das schon. Das war richtig krass. Ja. Ein gutes Zeichen. Vor allem eins live fand ich am krassesten. Plötzlich kam da so neu für den Sektor. Ja. Topic featuring Nico Santos. Und ich so, hä?
Ja. Und hast du irgendeine Idee, also ist das am Ende so, dass das, weiß ich nicht, ist es Klüngel, also irgendwie sowas, oder fanden die Nummer wirklich einfach, also fand der Richtige die im Sender gut? Irgendeine Idee, wie das passiert ist? Ja, es ist, glaube ich, schon manchmal, dass die richtige Person einfach was feiern muss. So war es halt nämlich auch mit der Nummer, dass wie die in Australien dann durchgestartet ist, weil das war auch dort ein Mega-Hit. Und da habe ich dann halt auch ein bisschen recherchiert und einfach gefragt, wie ist denn das da zum Hit geworden? Und ich habe dann auch irgendwann rausgefunden, dass dann halt irgendein Radio-Promoter von einer ganz großen Radio-Chef halt, von einem Musikredakteur, von einem großen Sender in Australien, die Nummer irgendwie in Deutschland gehört hat, die geil fand, dann einfach da angefangen hat zu spielen. So, und das halt, also gar kein Marketing oder so da gemacht worden ist. Ja, ja. Ja, manchmal, ja klar, das ist dann halt, wenn die richtigen Leute das an den richtigen Hebeln drücken. Ja, also guter Song ist aber, glaube ich, Grundvoraussetzung. Also der Song muss natürlich richtig, und dann Portion Glück, dann kann er schon mal durchstarten. Ja, genau. Und du hast es erst selber gemacht, jetzt sehe ich aber hier, es ist Warner Music, das heißt, es ist so erfolgreich geworden, dass dann ein Major aufgesprungen ist, oder wie funktioniert das? Ja, genau, also wir haben die Ende Dezember 2015 released und ja, ich glaube so Anfang Januar haben sich dann wirklich alle Majors gemeldet und wollten die dann irgendwie weg sein. So schnell? Ja, ach, krass. Ja, ja. Weil die halt in den iTunes-Charts auch schnell in den Top 30 war, genau. Und dann, wie funktioniert das? Dann haben die denn die Nummer tatsächlich runtergenommen und nochmal selber released, oder? Genau, ja. Also die behält ja den gleichen ISRC-Code, deswegen fliegst du quasi nicht aus den Playlisten raus. Und ich glaube, die machen das dann so, dass die Nummer, keine Ahnung, für den 10. Januar dann planen und dann machen die halt auch die Löschung von der alten Nummer für den 10. Januar. Und dann ist halt ab 0 Uhr ist die eine runter und die andere wieder offen drauf. Auf jeden Fall weitergezählt dann so, ne? Die Streams sind dann nicht verloren. Genau, und so. Ja, genau. Nee, aber wenn du sagst, also die lief schon vorher richtig, richtig gut an, hast du gesagt, ja? Ja. Was war jetzt dann so der Step, dass man gesagt hat, man macht dann noch den, also wenn die schon läuft, was ist der Benefit davon, jetzt das nochmal zu einem Major zu geben, wenn es schon läuft? Ja, die haben, also erstmal versprechen Majors natürlich mal ganz viel und sagen halt, ja, wir machen das da und da groß und Fernsehen, TV-Promo, Radio-Promo. Und das waren ja alles wirklich Bereiche, wo ich halt keine Erfahrung hatte eigentlich. Und und was sie dann halt natürlich geben, ist halt auch Geld. Ne? Vorschuss, Vorschuss. Das ist die geben ja nicht einfach Geld, sondern das wird verrechnet. Ja, ja, klar, aber trotzdem, das Geld, also wenn du das halt nicht wieder einspielst, die Kohle, musst du es ja nicht zurückzahlen. Ja, ja, okay, das ist ein, ja, verstehe, ist klar. Ja. Aber kam, also ich würde gerne mal, also ich weiß ja nicht, wie viel du davon erzählen willst, musst du dann selber jetzt entscheiden, aber wenn du dir jetzt so einen Graphen vorstellst und den Erfolg der Single, würdest du sagen, so mit der Abgabe zum Major, hat's dann nochmal einen richtigen Boost gegeben oder hättest du dir mehr erhofft oder so, kann man das irgendwie sagen? Oh, das ist natürlich immer schwierig zu sagen. Ja, man weiß ja auch nicht, wie es gewesen wäre ohne. Ja, genau. Also die haben die natürlich im Radio schon auf Platz 1 der Radiocharts bekommen. Ne? Das hätte so eine Frage, ob ich das jetzt alleine hinbekommen hätte. Ne? Also klar, wahrscheinlich mit einem guten Radiopromoter hätte man es auch alleine geschafft. Ah gut, das ist halt auch immer schwer zu sagen, ne? Naja, gut, klar, es ist sehr spekulativ, was ich gerade frage. Ja. Ja. Aber prinzipiell, die können auch noch mal richtig Gas geben, ne? Also vor allem auch das international schon, vielleicht auch ein bisschen, ne? Ja, ja. Also das ist auch vor allem bei mir, warum ich jetzt immer noch beim Major bin, so eigentlich mit das Hauptding, dass ich halt hoffe, in das internationale Netzwerk reinzukommen, wenn mal was zündet, dann auf jeden Fall, ne? Ja. Mhm. Ja. Genau. Ja. 33 Wochen in den deutschen Charts, Home. Platz 12 habe ich schon erwähnt, in Österreich Platz 10 sogar. 470.000 verkaufte Einheiten. Ah ja. Das war schon ganz gut, ne? Ja, die lief nicht schlecht. Ja. Auf jeden Fall, also ich glaube, spätestens da ist so der Zeitpunkt auch, wo man sagt, also jetzt, das ist echt so mein Hauptberuf jetzt. Ja. Da kann ich gut mit wirtschaften und so. Mhm.
Und ja, dann hast du weitergemacht. Genau, ja. Mit Jake Rees. Richtig, ja. Das war dann so die Follow-up von Home. Jake Rees, ein Holländer ist das, ein Sänger. Viele kennen den vielleicht durch seine Kollaboration mit Hardwell. Mhm. Hat er, glaube ich, 2 Songs gemacht oder so, ne? Ich habe sogar 3, ja. Ja, irgendwie sowas. Und mit Kashmir hat er auch eine richtig geile. Ja, ich habe auch mal eine Topline von ihm hier gehabt, Jake Rees, für unser Projekt. Die war nicht bezahlbar. Ja. Und war auch nicht, also die war schon, also klar, also ne, man hätte Geld auf den Tisch legen können, aber dafür war sie nicht gut genug, sagen wir es mal so. Ah, okay. Ja. Willst du sagen, wie viel es war? Oder nicht? Ja, war also ein 4-stelliger Betrag und auch nicht ganz unten im 4-stelligen Bereich. Oh, okay. Ja. Also das muss man auch schon mal erstmal wieder einspielen. Ne? Das ist so, ich weiß nicht, wie das bei dir war mit der Zeit, kannst du gleich mal erzählen, aber in diesem Topline-Business, weißt du, also irgendwie ein Jack Rees schreibt, irgendjemand schreibt einen Text und nehmen sie eine Vocal auf, ein Demo und dann rieselt das so durch, ne? Also dann kriegt das erst, keine Ahnung, Hardwell angeboten, der sagt nö und dann der nächste in der Stufe sagt auch nö und dann irgendwann in der 5., 6. Ebene bin ich dann oder haben wir dann das Vocal auf den Tisch gekriegt. Ja. Und das ist ja auch dann durchgefallen sozusagen. Ich weiß nicht was, ich habe bis heute den Song nicht gehört. Ja. Aber wie ist denn bei dir die Zusammenarbeit mit ihm? Übers Label? Oh, oder? Also das Topline, erstmal zum Topline-Business kurz, kann ich ein bisschen was erzählen, weil das ist echt ein verrücktes Business. Also ich war 2 Jahre lang auch bei Sony gesigned, bei Wolfgang Boss. Ich weiß nicht, ob euch der Name was sagt. Nee. Der ist, ja, ich glaube, der ist einer der höchsten Dance-A&Rs in Europa. Ist ein Megatyp auf jeden Fall. Durch ihn bin ich halt an viele Toplines rangekommen, von richtig krassen Songwritern aus L.A. halt auch. Ich hatte unter anderem von Zed Stay hatte ich halt auch gehabt. Oh. Und aber trotzdem hatte ich halt 2 oder 3 Songs auch gehabt, die ich komplett fertig gemacht habe, wo das Label voll hinterstand und gesagt hat, das wird die nächste Single. Und dann halt einfach wirklich die Songwriter einfach gesagt haben, nee, geben wir den nicht ab. Ja. Und zwar halt so vor 3 Jahren teilweise. Und die Songs sind halt nie rausgekommen. Also die haben das abgelehnt. Wieder. Genau, ja. Weil die halt einfach sagen so, nee, für deutscher DJ sehen wir nicht. Ja, aber das heißt, du hast die dann schon produziert auch, ne? Ja, die waren komplett fertig. Also das ist doch ätzend, ja, oder? Bei einer Nummer war es sogar schon so weit, weil wir alle dachten so, okay, da wird jetzt die Songwriterin jetzt sich nicht querstellen. Und das waren halt auch 3 Songwriter und 2 haben auch ja gesagt, aber eine wollte nicht. Wow. Das ist auch krass. Also ich finde dieses Business, ehrlich gesagt, ich finde das nicht cool, weil das ist so eine komische Art und Weise. Da werden irgendwo sitzen irgendwelche Leute, die schreiben Texte, dann wird das so, weiß nicht, wie so auf so einem Fischmarkt wird da so verhandelt. Dann hier so, du 3 Fische, 5 Euro, 10 Euro, zack, 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 nee, du wieder nicht, zack. Und ich meine ganz ehrlich, also das ist mir sehr unsympathisch, muss ich irgendwie gestehen. Also ich weiß nicht, irgendwie, man kann sich auch mal entscheiden, ey, komm, wir arbeiten zusammen, okay, alles klar, dann lass auch mal machen. Das gibt es aber auch, Sinan, ne? Also es gibt. Ja, ja, klar, ich weiß, dass es das gibt, aber. Ja, ja. Also es sind diese Songwriter-Sessions, du triffst dich mit der Texterin, mit dem Songwriter und Produzenten im Studio. Ja, das finde ich auch, wenn in Persona sich die Leute auch treffen und ein bisschen jammen und oder so Songwriter-Camps und so, das finde ich alles cool, ne? Aber dieses, ich schreibe eine Topline und schicke das jetzt mal so an 100 Leute und mach so für den Meistbietenden oder lass mal Leute alles produzieren und lehne aber die Hälfte ab, das finde ich irgendwie, das ist eine komische Entwicklung. Also muss man ja auch sagen, aus Produzentensicht, du sagst jetzt so, das ist dann ärgerlich. Auf der anderen Seite muss man ja auch sagen, das ist ja auch krass. Du hast dich da hingesetzt, hast einen Song produziert, das hat dich voll viel Zeit gekostet. Ja. Zeit ist für dich auch Geld. Also das heißt, du hast ein Investment gehabt und dann sagt halt irgendwer einfach so, nö. Das ist wieder eine Wette, glaube ich. Ne? Also, also du hättest ja jetzt auch, der Song hätte ja auch dann genommen werden können, veröffentlicht werden können und wäre ein großer Hit geworden. Also das ist ja, das steht auf der anderen Seite der Waage da sozusagen. Ne? Ja, ich bin einfach kein Typ, der Wetten oder Glücksspiel und so, habe ich nie gemacht, das ist nicht mein Ding. Willkommen im Musikbusiness, ne? Das gehört dann irgendwo dazu. Deswegen bin ich da ja raus. ich mach lieber Geld, wo ich ganz so, weißt du, vorher hast einen Vertrag, alles klar. Ja, klar. So, dieses mit dem Wetten, keine Ahnung, ich bin auch nicht. Du musst ja auch nicht mitspielen in dem Game, ne? Du kannst ja, du kannst ja auch irgendwie eine Sängerin ins Studio holen, selber texten und so, das geht ja auch, ne? Ja, ja, man muss es ja nicht mitmachen. Aber also dieses internationale Topline-Business, da ist natürlich die Qualität nachher auch hoch, ne? Also ja, auf jeden Fall. Ja, ja.
Also es sind schon krasse Leute dann auch immer gewesen. Also die es halt abgelehnt hat, war witzigerweise auch die von Zed Stay und Middle geschrieben hat. Okay. Also es war jetzt auch kein No-Name. Ja, das sind ja noch Vollprofis und die leben da ja auch von und die wollen dann einfach, dass der Song möglichst gut verdient wird einem bekannten Künstler und so. Genau, ja. Ja. Ja, ja. Ja, ist mir alles ein bisschen zu viel Markt, zu wenig Kunst. Viel Politik ist es einfach da. Also vor allem dieser LA-Songwriter-Kreis. Also es sind halt, gut, ich kann es halt ein bisschen auch verstehen, ne? Die sind halt so ein bisschen die Elite und für die ist es halt dann auch irgendwie gefühlt, in Anführungszeichen, ja, weiß ich nicht, ohne Herz oder so. Wenn die sich halt denken, okay, warum sollen wir jetzt, wir sind irgendwie die Krassen im Game und warum sollen wir jetzt irgendwie so irgendeinen deutschen DJ, einen krassen Song geben und dann wird er damit krass. Klar. So. Und das ist halt, so denken die halt. Ne? Ja, dann machst du da am Ende deine, weiß ich nicht, 10 Millionen Streams auf dem deutschen Markt vielleicht und kommst darüber nicht hinaus und dann ist das für die halt scheiße. Ja, ja, oder es wird halt ein ganz guter Hit werden und die geben mir eine krasse internationale Karriere und die haben halt, mehr haben sie dann nicht davon. Also das ist das, was ich oft so von Songwritern höre, warum die jetzt ungern so mit DJs zusammenarbeiten. Weil es halt mit wem arbeiten die dann lieber zusammen? Also entweder für ihre eigenen Projekte, also deswegen starten ganz viele Songwriter ihre eigene Artist-Project jetzt gerade. Also das heißt, die suchen dann einfach nur einen Produzenten, der das für die produziert, aber unter ihrem Namen ihren anderen Namen nicht mehr drin vorkommt, verstehe. Ja. Keine andere Karriere mit aufbauen mit dem eigentlichen Song. Richtig, ja. Ja, es hat mal, also ich habe das leider schon von vielen Sängerinnen gehört oder Sängern und Songwritern, dass es teilweise DJs gab, die dann einfach auch unfassbar schlecht die Leute vergütet haben, irgendwie. Also wo halt irgendwie jemand einen Song alleine geschrieben hat, den singt und alles mögliche und dann DJ sagt, ja okay, ich gebe dir 300 Euro dafür und gut ist. Ja, aber das ist dann auch sittenwidrig. Also ich kenne auch viele Fälle, da haben die Sänger dann hinterher geklagt, als es dann Hit wurde. Und dann hat das Gericht mal gesagt, nee, hier, das waren sittenwidrige Verträge, dir stehen mindestens 5% zu oder irgendwie sowas. Ne? Ja, genau. Statt 300 Euro, wenn es ein Welthit war. Ja. Ja, das ist krass. Ja, aber ich glaube echt, also im Drogenbusiness vielleicht noch, aber sonst das Musikbusiness, glaube ich, so das zweite Business, wo du am meisten über den Tisch gezogen wirst irgendwo. Gerade am Anfang deiner Karriere, ganz oft. Ne? Das also, stimmt. Ja. Man lernt halt und mit, klar, Fehler machen einen auch besser so. Ne? Und jeder hat, glaube ich, mal, der schon irgendwie ein paar Jahre dabei ist, mal Deals unterschrieben, Verträge, wo du hinterher sagtest, ach fuck, was habe ich denn damals, wo ich denn damals unterschrieben? Genau, was habe ich mir denn dabei gedacht? Ja. Ja, es sei denn, du machst alles alleine, dann ne? Dann gehört dir alles, also dieses Record-Jet-Ding oder was gibt's da noch, CD Baby und Co. Ja. Genau, da bist du ja relativ safe erstmal. Ja. Okay, dann ging's aber noch weiter, habe ich ganz am Anfang schon erwähnt. Gleich abgeschweift. Ja, du musst eben noch erzählen, Ellie Brooke und Lena Meyer-Landrut, was ist da los gewesen? Ja, Ellie Brooke war die Collab, wo ich dann zu Sony gewechselt bin, zu diesem Wolfgang Boss. Der wollte halt unbedingt wirklich alles auf international machen und großes Feature und alles. Ja, also der wollte dich als Künstler auch aufbauen. Genau, ja. Ja. Und er wollte halt, also wirklich, er hat halt ein richtiger Ziel gehabt, international das groß machen. Und ja, und dann haben wir halt den Song Perfect gehabt. Und er ist dann damit echt auf Feature-Suche gegangen und hat halt eigentlich wirklich alles Großes in Amerika irgendwie angeschrieben. Und Ellie Brooke hat es dann bestätigt und gemacht. Ich war selber auf jeden Fall geflasht, als die Zusage dann kam. So Fizz Harmony ist ja schon eine Größe auf jeden Fall. Ne? Vor allen Dingen damals waren die richtig angesagt in der Zeit. Ja, ja. Und die meisten kennen jetzt noch hier die, wie heißt die noch? Die so Camila Cabello? Genau. Ja. Die hat ja dann Solo, die hat die Band verlassen, Solo-Karriere und jetzt unglaublich erfolgreich, ne? Mhm. Ja. Genau. Und das war halt damals auch das Krasse, weil Fizz Harmony gab es da noch zu der Zeit, wo der Song kam. Und von Ellie Brooke das Ding, ich glaube, das war das erste Solo-Ding von einem der Girl-Group-Member nach Camila Cabello. Deswegen hatten wir natürlich alle sehr große Erwartungen und gehofft, okay,
ich habe gesagt immer so, okay, mir reicht es schon, wenn es nur 10% so krass wird wie Camila Cabello. Das hier, ja. 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 Ja gut, 10% sind krass. Ich habe mal gerade geguckt, Camila Cabello hat mit ihrem Track Havana 1,3 Milliarden. Ja. Ja. Senorita hat 1,1 Milliarden Streams. Und Perfect hat 21 Millionen, immerhin. Ja. Ja, das sind aber, glaube ich, nicht ganz 10%. Sind dann nur 2%. Ja. Ja. Ja, wobei, wir wollen es jetzt nicht kleinreden. Also 21 Millionen finde ich ja auch schon sehr, sehr gut. Ja. War, ja. Das denn, ich nicht. War das denn jetzt, also der Song war eine Woche in den Charts, ist wahrscheinlich, also für mich wäre das natürlich grandios, ja, aus meiner Sicht. Aber für Sony Music wahrscheinlich zu wenig gewesen, oder? Ja, auf jeden Fall. Also ja. Auch für mich. Leider. Ja. Mhm. Ja. Also es war halt, also der Song hat krass gut gestartet. War auch in Amerika in den iTunes-Charts in der ersten Woche in den Top 100. War dann, glaube ich, sogar in den, wie heißt es, Billboard Dance-Charts. Ja. Ja, ja. War der, glaube ich, auf 14 oder sowas. Und aber keine Ahnung, also der Song ist dann leider komplett abgekackt. Also ja. Auch die Spotify-Werte waren halt wirklich ganz schlecht. Also ja, Skip-Rates. Skip-Rate sehr hoch. Ja, also muss man auch eben erklären für alle Hörer, die Leute machen den Song an und dann nach ein paar Sekunden steppen die zum nächsten Song. Und das ist immer ein Zeichen für Spotify, dass den Leuten der Song nicht so gefällt, wenn die wegklicken halt. Das sind die Skip-Rates sozusagen. Das kann man messen. Mhm. Und wenn du eine hohe Skip-Rate hast, dann ist das ein Indiz dafür, dass der Song den Leuten nicht gefällt. Und dann kann es sein, dass Spotify den sozusagen in Anführungszeichen versteckt in Zukunft vor den Leuten. Also nicht mehr so oft ausspielt. Genau. Ich habe mal eine Frage noch eben. Machst du die Produktion komplett allein? Also speziell so auch Mixdown und Mastering und so? Oder gibst du das weg? Mastering gebe ich weg. Aber sonst mache ich alles selber. Ja. Also Mixen auch. Ja. Also ich mache meistens Stem Mastering. Das ist ja so ein... Ja. Ja, ja. Also eine Mischung aus Mixing und Mastering. Genau, ja. Ja, das war, ja. Mhm. Nee, macht auch völlig Sinn. Also. Ja, ja auch. Auf jeden Fall. Genau, 2018 Perfect und dann noch die Sache mit Lena. Genau. Ja, die Sache mit Lena, das war ein Song, den ich auch wieder mit Nico gemacht hatte ursprünglich. Und dann war aber halt natürlich, ist er halt durch die Decke gegangen mit Rooftop und Safe und alles. Und er hat dann halt gesagt, oder beziehungsweise sein Label halt auch, es macht jetzt nicht so viel Sinn, wenn Nico einen spanischen Song auf einmal macht. Wäre ein bisschen komisch. Und dann hat er halt erstmal Juan Magan besorgt, der jetzt auch auf dem Song drauf ist. Mhm. Und da haben wir noch überlegt, ob man vielleicht noch einen weiblichen Partner hat und so weiter. Und er ist halt auch mit Lena sehr gut. Und er hat es dann ihr geschickt und sie hat den Song halt direkt mega abgefeiert und gesagt, ja, ich bin dabei. So kam die Zusammenarbeit mit ihr. Okay, aber Lena, ist sie nicht Universal Artist? Ja. Und du warst Sony Artist zu dem Zeitpunkt? Damals war ich bei Sony, ja. Genau. Okay. Ja, nee, es waren aber auch keine, da gab es keine, nicht wirklich Probleme eigentlich. Okay. War so eine Woche irgendwie am Verhandeln. Die Labels und dann hatten die eine Einigung, dann hat es geklappt. Ja. Okay. Mhm. Ist der Song auch bei Sony rausgekommen, ja. Ja, genau. Ja. Und genau. Ah, der war nicht so erfolgreich, sehe ich gerade. Also relativ gesehen. Ja. Nee. War schon hart, ne? Ja, auf jeden Fall. Also es ist ja natürlich immer, in der Szene ist es natürlich auch schnell, wenn du halt einen riesen Hit hattest und danach die Dinger. Dann, wie du eben sagtest, nur 21 Millionen Streams zum Beispiel erreichen, ist es halt ein Flop. Ja? Ja, das ist das, was uns der Vitali auch letzten Monat erzählt hat. Du hast einen Hit bei Major, die feiern dich alle, und dann, wenn du dann aber die nächsten 2-3 Singles, wenn die nicht so gut performen, dann bist du auch ganz schnell wieder unten durch, in Anführungszeichen. Ne? Das geht schnell. Voll, ja. Aber es ist halt auch eine Wahrnehmung von den Leuten, ist es halt auch einfach so, ne? Mhm. Ich weiß einmal, ich habe auf Perucaville gespielt, es war Perucaville. Und dann kam irgendwie, wo ich von der Bühne gegangen bin, kam jemand an und meinte, ey, können wir ein Foto machen? Ich so, ja klar. Und da habe ich ein Foto gemacht und dann war, ich glaube, die
Freundin von ihm da oder so und hat dann irgendwie gesagt so, wer ist das oder so? Und dann meinte er so, ja, das ist Topic, der hatte mal einen Hit gehabt. So. Ja, also, du wirst halt voll reduziert auf eine Sache. Ne? Und dabei genau. ist seine Discography ist voll lang, sehe ich hier. Und, aber nur ein Song bleibt hängen bei den Leuten, das ist echt hammerhart. Ja. Ich habe die letzten 30 Minuten nicht zugehört, du hast Home gemacht. Ne? Das ist das Maß, oder? Ja. Also mehr war da jetzt nicht. Ne? Nee. Der Rest war so ein bisschen, ja, komm, süß, aber eigentlich hast du Home gemacht. So. Genau. Ja. Und du hast. Ja, also ich finde das hart. Also, dass man sich auch, man steigert sich und letztlich kommst du an einen Punkt, wo du dich komischerweise über 21 Millionen Streams nicht mehr freuen kannst. Ist das nicht traurig? Ja, eigentlich schon. Das ist doch eigentlich voll krass. Ich meine, wenn du überlegst, wie du mit deinem Album gestartet hast, die haben alle so 3 Millionen, ein paar hunderttausend und so, ne? Mhm. Und dann macht ein Song 21 Millionen Streams und du denkst, scheiße. Ja, eigentlich schon, ne? Ja. Lass mal eben kurz noch Ausblick machen. Also du hast noch viele weitere Songs auch im letzten Jahr, also 2019, veröffentlicht. Mhm. Ja, zum Beispiel diesen mit dem Basketball. Ja, genau. Ja, also habe ich nicht vergessen. Hier KFT-Son und die ganze Clique, mit denen ich quasi angefangen habe, das ganze Ding. Wir wohnen halt alle immer noch echt nah beieinander und haben viel Kontakt und machen immer noch viel Mucke. Also wie gesagt, ich habe ja auch die neue KF-Album gemacht und auch von dem T-Son die ganzen Sachen gemacht. Und ja, ich weiß gar nicht mehr genau, wie das alles gekommen ist. Wir hatten irgendwie überlegt mal zusammen, ob wir nicht mal einfach eine Show machen irgendwie, wir zu dritt, wie so ein Festival quasi, was wir dann auch gemacht haben. Und dazu haben wir dann halt gesagt, so ey, lass uns einfach mal eine EP machen, die wir einfach so zu dritt machen, was wir auch quasi zu dritt nach außen hin kommunizieren. Und da war an einer von den Songs war dann halt auch dieser Borland gewesen, genau. Und so, aber hat sonst keinen weiteren Bezug zum Basketball oder was? Nee, das oder? Ist eher so eine Hip-Hop-Sprache. Jetzt bin ich voll enttäuscht. Ja. Aber ich kann dir sagen, ich bin ein riesen Basketball-Fan. Na gut, ja. Gerettet. Ja. Ich werde ihn mir mal geben, vielleicht finde ich ihn ja, vielleicht taugt er mir ja zum Training. Ich bin gespannt. Ausblick wollte ich noch eben. Wie geht's dann weiter bei dir? Du machst natürlich weiter Fulltime-Mucke wahrscheinlich. Auf jeden Fall, ja. Hast du irgendwie heiße Eisen im Feuer oder so? Kommt da was? Ja, ich habe jetzt was released vor 2 Wochen, was ich sag mal so, seit Home, seit dem großen Ding, auf was ich ja voll reduziert werde, wieder ziemlich gut läuft. Also es war jetzt, ich glaube, 2 Wochen in den iTunes Top 5 sogar. Und, einmal kurz Pause. Also ja. Ich merke ja mal, du erwähnst mal die iTunes-Charts so krass. Ja. Haben die ja noch so eine starke Bedeutung? Ich meine, das ist MP3 verkaufen, ne? Ja, also 2016, 17 so in der Zeit, da war noch, auf iTunes jeden Fall, viel, viel krasser noch als Spotify. Also ja. Deswegen hatte ich das auch in Bezug auf damals mal erwähnt gehabt. Aber mittlerweile hat es leider keine wirkliche Bedeutung mehr. Also das war halt auch die Sache, jetzt meine neue Single Breaking Me, die war ja wirklich, glaube ich, in der ersten Woche die ganze Zeit auf Platz 4 und 5 in iTunes. Und ich dachte, okay, geil, gib eine gute Chartplatzierung, aber der Song ist halt nicht mal gechartet. Ja, sag mal, werden zu wenig MP3s verkauft, also es reicht aus, 3 MP3s verkaufen, bist du schon drin in die Top 100. Nee, es waren jetzt, ich habe das mal gecheckt, ich glaube, in der ersten Woche habe ich 1400 verkauft, also so 200 am Tag, und das hat halt gereicht für konstant Top 5 in iTunes. Ja, also Top 10 ist schon noch ein bisschen was anderes, aber so die hinteren Plätze, da kommst du relativ schnell rein in die Top 100, sagen wir mal so. Ja, das auf jeden Fall. Einfach weil die Leute nicht mehr MP3s kaufen, sondern jeder hat seinen Aber trotzdem, vor 3 Jahren, um jetzt irgendwie auf Platz 4 zu sein, ich glaube, da musstest du 2000 am Tag verkaufen. Ne? Ja. Genau. Um welche Single geht es eigentlich gerade? Die Breaking Me, oder? Ja. Habe ich auch schon auf unsere Playlist gepackt. A7S. Ja, das ist ein Sänger aus Schweden. Schweden ist immer ein gutes Zeichen. Schweden ist immer gut. Haben wir gelernt. In der Klangküche haben wir gelernt, Schweden ist immer gut. Schweden ist echt immer gut. Die Schweden beim Songwriting und die Holländer beim DJing. Genau. Kann nur gut werden. Ja. Aber bist du denn auch jetzt so als DJ unterwegs? Bist du viel gebucht oder eher weniger?
Es hält sich in Grenzen. Also ich spiele so, so 20 Gigs ungefähr im Jahr immer. Ja. 20 bis 30, ja. Und dann so Festivals oder so? Oder genau, meistens Festivals. Auch, ja, also Club-Gigs letztes auch? Jahr Club fast gar nicht. So vielleicht drei oder vier Dinger nur. Ja. Ja. Ich meine, die Mucke Festivals ist auch nicht so clublastig, ne? Also ja, es passt eher Festival, ja. Genau, du ziehst ja schon eher auf Chart-Erfolge, auf Spotify-Streams und so. Mhm. Und das ist halt, du machst, ich glaube, du hast keinen einzigen so richtigen Club-Tune, oder? Nee, habe ich gar nicht so. Ja. Ja, bin ich aber dran. Das ja auch, also ich, ja, das ist ja der Trend eigentlich, ne? Also so Leute wie Rehab oder so, die machen ja immer, oder Armin van Buuren auch immer, Radiomucke, Clubmucke, Radiomucke, Clubmucke, immer so im Abwechseln. Ja. Ich bin aber dran, ich muss dazu einfach ehrlich zugeben, ich habe das die Jahre auch versucht, aber es war nicht geil genug, dass ich es releasen wollte einfach. Also ich habe etliche Sachen angefangen in so eine Richtung, aber ich bin jetzt in den letzten Monaten echt gut da reingekommen und habe ein paar geile Demos, glaube ich, und Was für ein Style ungefähr, kannst du das sagen? Boah, es ist schwer zu beschreiben immer. Ich finde meine eigene Musik, also gerade wenn es in so eine klubbige Richtung geht, unfassbar schwierig zu beschreiben. Ja. Okay, dann müssen wir uns einfach gedulden oder bin ich gespannt, was da kommt. Ja. Gut, Tobias, wir haben immer hier unsere Tradition, wir packen einen Song auf die Playlist und dann hören wir in den Premium-Fong rein. Jetzt habe ich schon deine aktuelle Single draufgepackt. Die Perfect auch und die Light It Up auch, während wir hier Aufnahme machen. Also die sind schon mal raus. Okay. Ja. Das heißt, du musst den Song aussuchen, der noch frei wäre sozusagen zur Auswahl. Also von mir oder irgendwas? Völlig egal. Ach, völlig egal. Völlig egal. Einfach ein Song, den du gerade gut findest oder total beschissen findest. Oder oh, dann spoilere ich mal so ein bisschen was... Also wie mein Club-Sound ungefähr sein soll. Warte mal. Jetzt muss ich genau gucken, weil es ist ein Remix. Genau, von Mogwai, das Acid, der Track Acid im Kreider und Benny Benassi Remix. Kreider ist gut. Kreider hat immer ganz groovige... Ich überlege gerade, ob wir den nicht schon auf der Playlist haben, aber haben wir gar nicht, nee. Nee, sagt aber wir nicht. Haben reingehört, Sinan. Du weißt noch, das ist der Song, der so ähnlich ist wie Operation Blade damals. Mhm, genau. Mit so einer 3 und 3 ist stark deswegen angelegt. Acid. Oh. Mhm. Ja, aber hören wir noch mal rein dann. Sinan, hast du Musik? Ja, weil wir jetzt so bei Oldschool-Hip-Hop-Partys sind, bin ich also irgendwie drauf kleben geblieben. Deswegen MC Light mit Cold Rock a Party. MC Light, Light mit Y. MC Light, Cold Rock a Party. Cold Rock a Party. Ich hab's gefunden. Kenn ich auch, schon alt, oder? Ja, richtig geil. Das ist für mich so einer der Hip-Hop-Klassiker, die. Das ist also schon so Charts-Hip-Hop. Ich glaube, da ist auch Missy Elliott noch als Feature dabei. Okay. Mega gut, mega gut. Ja. Ich muss heute einmal Eigenwerbung machen. Unsere neue Single Let There Be House auf die Playlist packen. Ich glaube, wir haben vor ein paar Wochen mal reingehört. Wir haben mehrmals reingehört und ich habe gehört, ihr habt eine richtig coole Extended-Version veröffentlicht. Ja. Ja, beim Release ist irgendwas schiefgegangen. Ich habe erst das Label in Verdacht gehabt, aber die waren es gar nicht. Spotify hat eben einen Fehler gemacht. Wir haben Radioversion und Extended-Version eingereicht und es ist nur die Extended-Version online gegangen. Aber die performt seltsamerweise richtig gut. Das ist so geil. Ja, also die macht gerade seit gestern auch in so einer großen Warner-Playlist drin, Spinning Records-Playlist drin. Und mit Club-Version, mit 30 Sekunden Beat-Intro am Anfang, wo nichts kommt. Also, manchmal ist das Spotify-Game einfach zum Lachen. Also du kannst mir doch nicht erzählen, dass das keinen Skip macht. Also was soll man denn da anderes machen, als die ersten 30 Sekunden skippen? Aber anscheinend ist das auch wieder egal. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall, jetzt wurde auch die Radioversion nachgeschoben. Ne? Also ist jetzt seit vorgestern nur so online und jetzt wird das irgendwie noch ausgetauscht, ohne dass da irgendwelche Streams verloren gehen und so. Das kann wohl Spotify, aber es ist schon seltsam. Also genau anders, als man immer gedacht hat. Ne? Ja. Ja. Ich meine jetzt jeden Track auch erstmal 30 Sekunden nur die Kickdrum. Ja, und dann Ende. Du brauchst ja nur 30 Sekunden. Ende. Ja. Den Track hat Gimbal schon mal rausgebracht, The Kick. Der war 3 Minuten nur eine Kickdrum. Echt? Das gab's mal... Einfach, war so eine Trollnummer. Gab's auch Ende der 90er, ich glaube, war das nicht Warnduscher oder so? Der hat auch nur so 10 kleine Bassdrums oder so, hieß der Track.
Ach so. Und dann haben die sich immer geändert, die Bassdrums. Und das waren nur Bassdrums. Ja. Ja. Ja, also, ja, mit Spaß und Klamauk in Ella kriegst du die Deutschen. Ja. Ey, packe ich mal drauf, 10 kleine Bassdrums. Gibt es bei Spotify sogar? Ja, eine 2009er Version aber, das ist nicht das Original. Oh, aber ich pack's trotzdem mal drauf. Bestimmt schon Big Room Kicks genommen und so. Ja. Gut, Tobias, vielen Dank für das Gespräch. Schön, dass du da warst. War super interessant und echt ein cooles Gespräch. Also hat echt Spaß gemacht. Ja, mir zumindest. Und ich hoffe, wir haben es mal wieder. Gar nicht. Ja, ja. Doch, mir auch. Sina, wenn dir es nicht gefällt, dann war's gut. Weißt du noch? Dann ist gut. Ne? Dann kann das hier durch die Decke gehen. Gut, alles klar. In dem Sinne, macht's gut, Leute. Macht's gut. Tschüss. Ciao.